Finale Nummer 1 mit dem FC Liverpool. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zum FA Cup Finale hier im Wembley Stadium, Wembley Stadion gegen die Tottenham Hotspur. Saison in der Liga ist beendet. Wir haben sowohl 100 Punkte geholt als auch über 100 Tore geschossen. Das 8:1 war nochmal ein Hammer gegen Newcastle. Und um diese Trophäe soll es heute und wird es also heute gehen. Ja, die beste Truppe spielt, ganz klar, hier nochmal eine kleine Übersicht, wie wir hier ins Finale gekommen sind, gegen Leeds, gegen United und gegen Bournemouth unter anderem. Dann ab dem Achtelfinale haben wir uns durchgesetzt und wir sind also nun dabei, hoffentlich heute unseren zweiten Titel, beziehungsweise dritten Titel zu holen. 2 Tore im letzten Spiel, 4 Tore in den letzten 3 Spielen, beide Fanlager sind gut drauf, ich hoffe, ihr seid auch gut drauf, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Mit dem FA Cup Finale. Zweites Finale gibt es dann im nächsten Part gegen Paris. Das ist dann das Champions League Finale. Und im besten Fall haben wir dann halt 4 Titel geholt. Das hätte doch was. Das Wetter passt auch noch. Überragend. Und unsere Fans legen gleich schon wieder los wie die Feuerwehr. Das kann heute nur ein geiles Spiel werden. So, erste Chance hier. Arnold, Werner setzt sich durch. Gegen Kusevic. Jetzt muss ich einer absetzen. Robertson und... Ah, schade, da wäre Mané, glaube ich, gewesen. So, jetzt mal die Spurs. Ich bin gespannt, wie die spielen. Ob die sich auch hinten reinstellen. So wie fast jede Mannschaft, die gegen uns gespielt hat. Oh, das war, glaube ich, abseits, oder? Nein, Salah. Doch, schade. Das wäre jetzt ein schöner Abschluss gewesen. Oder ob wir heute ein bisschen mehr Gegenwehr kriegen. Die Spurs spielen im 4-2-3-1. Ich glaube, die breite Variante. Aber ich habe auch gesagt, wenn es halbwegs normal läuft, dann können die beiden Titel eigentlich nur an uns gehen. Aber ich habe auch im letzten Spiel gegen Newcastle zurückgelegen. Hätte ich auch nicht gedacht. So. Werner, Wijnaldum hat mal viel Platz. Ah, warum gehe ich nicht noch ein Stück? Das war ein bisschen zu überhastet abgeschlossen. Aber der Kapitän mit einer ersten Annäherung nach 10 Minuten. Nach wie vor im 4-3-3. Alles unverändert. Die letzten beiden Spiele, die letzten beiden Folgen der Karriere hier in FIFA 20. Ich hoffe, ihr habt schon fleißig abgestimmt für die FIFA 21 Karriere. Ich glaube, da ist jetzt mittlerweile schon die zweite Voting-Phase zu Gange, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das so richtig ausgerechnet habe. Und ich hoffe, da macht er auch nochmal fleißig mit, genauso wie bei der ersten Phase. So, Werner jetzt gegen Tsimikas. Das sind alles so Namen, die habe ich noch nie gehört. Aber gut, dann lernt man sie halt kennen. Mané gegen Foyth. Mané gegen zwei Mann. Schön gemacht. Und jetzt mal aus Spitzenwinkel. Ja. Ja, es geht nur in eine Richtung. Wie gesagt, der Sieger kann heute nur Liverpool heißen. Aber man weiß nie. In so einem Pokalspiel ist alles möglich. In einem Spiel kann so viel passieren. So, Sissoko jetzt. Mit der Flanke auf Harry Kane, Upamecano. Passt auf, das war schon mal gefährlich. Hätte heikel werden können und jetzt. Der Hochgeschwindigkeitsexpress aus Liverpool fährt ein. Und die Haltestation ist das 1:0. Salah im Rebound. 1:0. Da ist es. 22. Minute. Stark und schnell gespielt. Und dann ist das die Eröffnung hier in dem FA Cup Finale. Schön und schnell gespielt. Mané genau auf dem Silbertablett serviert. Juri wehrt zur Seite ab und dann ist Salah da und haut den unter die Latte. Stark gemacht. Juri, da kommt er einfach nicht mehr hin. Unter die Latte. Ist nicht zu halten. Also 1:0 nach 22 Minuten. Die gute Anfangsphase bislang vergoldet und uns belohnt. Und jetzt hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Sissoko auf rechts. Ist er nicht eigentlich Mittelfeld? Oh. Also zentral. Deswegen wundert mich das. Aber die werden wahrscheinlich keinen anderen haben. Wo ist denn Heung-min Son? Da unten ist er. Dele Alli sehe ich. Lamela sehe ich gar nicht. Anscheinend haben sie den nicht mehr. Na gut. Also Führung. Spiel ist jetzt natürlich auf unserer Seite. Und die Spurs haben mit diesem 4-2-3-1. Ja, Probleme. Machen zwar dicht im Mittelfeld, aber wir haben viel Platz über die Außen. Salah in der Mitte ist Werner. Chance lebt noch. Der Rebound über Fabinho zum ersten. Spielen wir nochmal nach
Außen. Oh, überragend. Überragend. Hier ist der Zirkus heute in der Stadt. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Havertz, die Vorlage, die war ja muah, göttlich. So, hellwach sind wir auch noch. Also ihr seht, das geht ganz locker und leicht. Hier, hin und her, One-Touch. Aber wir müssen dann halt auch das zweite jetzt nachlegen, ne? Wenn Tottenham den Ausgleich macht, das ist halt im Spielverlauf nicht entsprechend. Aber ihr seht, das geht echt nur von links nach rechts bislang. Steht nur 1-0, das ist die einzige spannende Sache. Deswegen lass uns daraus mal eine 2 machen. Oh, Wijnaldum. Ja, nicht gut gemacht. Jetzt auf Mané hinten. Es ist keiner frei. Da, Fabinho. Einmal hingelegt. Ganz schön viel Platz. Und Juri. Schade. Zu viel Platz wahrscheinlich. Zu viel, um nachzudenken. So, und wieder Dauerdruck. Die Fans sind da überragend. Kann gar nichts schief gehen. Fabinho, jetzt muss er Werner sehen. Ah, schade, da ist Son dazwischen. Schade, wenn er den sieht. Das wäre schon eventuell das zweite gewesen. So, Salah, Fabinho, Arnold, das geht wie im Training hier. Guckt euch das an. Ganz leicht, ganz locker. Aber ein bisschen zu überheblich auch. Ein bisschen zu leichtsinnig. Und jetzt vielleicht mal die Spurs über Kane. Aber es läuft halt niemand mit. Bis jetzt. Son ist da. Gegen Arnold. Oh, gut gemacht. Flanke. Oh, rutscht ein bisschen ab. Also die Spurs wagen sich ab und an mal nach vorne. Das ist noch nicht so gefährlich. Aber es gibt da noch eine zweite Halbzeit. 2 Minuten, glaube ich, gab es oben drauf. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Chance. Ja, Salah läuft dem Tsimikas da weg. Der ist aber auch nicht langsam. So, jetzt irgendein Abnehmer hinten vielleicht. Da ist Mané. Gut, und somit ist erstmal die Halbzeit. Gehen wir erstmal in die Halbzeit mit einer 1-0-Führung, hochverdient. Ja, klasse Atmosphäre, klasse Wetter, klasse Spiel bislang. Geht aber leider nur in eine Richtung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Statistik spricht für sich. Wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Michael Oliver, der Schiri, pfeift also zur zweiten Halbzeit an. Auf geht's. Ja, und das wäre echt ein Ding. Das wäre echt eine rundum fast perfekte Karriere. Sie wäre nämlich perfekt, wenn wir den Carabao Cup auch noch geholt hätten, aber dort sind wir ja leider ganz früh in der Saison ausgeschieden. Ich glaube schon in der zweiten Runde gegen United. Ich glaube sowas. Sowas in der Art war das. So, und wir müssen jetzt aber das zweite Ding nachlegen und dann ist das ja auch schon so gut wie gegessen. So, ganz ruhig aufbauen, gucken, was die Spurs machen. Haben immer noch ihr 4-2-3-1. Verschieben auch gut. Da bleibt uns ab und an nur das direkte Spiel, aber das sind wir ja gewohnt. Das haben wir ja sozusagen perfektioniert. Werner, ah, schade. Da fehlt nicht mehr viel, dann hat Havertz den. So, und jetzt die Spurs mal über Dele Alli. Ja, Upamecano ein bisschen geschlafen, aber der grätscht einmal dazwischen. Ah, aber es gibt Freistoß. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Jetzt gibt es auch noch Gelb. Nein. Nein, das wäre dann auch des Guten zu viel gewesen, wenn es dafür jetzt eine gelbe Karte gegeben hätte. So, der Freistoß. Harry Kane, das Son. Achtung, Alisson kommt gegen Ellie. Das ist immer gefährlich. So ein Freistoß. Weiß ja nie, wie die KI den schießt. So, Alisson. Kriegen wir das Salah ins Laufen? Oh ja, kriegen wir. Aber Wings ist da. Und deswegen kommen wir da außen leider nicht durch. So, jetzt mal die Spurs vielleicht im Angriff über Foyth oder Foyth, je nachdem, wie der ausgesprochen wird. Oh, Upamecano ist hellwach. So, und jetzt wird es ein bisschen offener. Wenn die Spurs nämlich ein bisschen was riskieren, dann lassen sie auch hinten Lücken. Werner. Salah. Und jetzt ist Havertz in der Mitte. Völlig frei. Vielleicht mit rechts mal. Nein. Kommen wir nicht rum. Hat Wings gut aufgepasst. Lo Celso und Son. So, Tsimikas wird wahrscheinlich Son auf die Reise schicken. Ah, Salah ist da. Perfekt. Also Spurs trauen sich jetzt ein bisschen mehr. Sind ein bisschen höher geschoben, habe ich so das Gefühl. Aber so richtig druckvoll ist das bislang auch noch nicht. Und sie haben auch nur noch 25 Minuten Zeit. Also, die Uhr tickt. Die Zeit läuft für uns. Fabinho. Wir müssen halt das zweite Ding machen. Dann wäre das Ding hier durch. Schauen wir mal. Vielleicht über rechts. Arnold mit Salah. Das ist alles schön und direkt. Sehr gut.
Ja, und das wäre abseits gewesen. Na gut, aber ihr seht, das, da läuft nicht viel zusammen bei den Spurs. Versuchen zwar auch schnell umzuschalten, aber vielleicht müssen sie mal mit zwei Stürmern spielen oder auch mit so einer Flügelformation. Die haben doch Son auf der einen Seite, Sissoko meinetwegen auf der anderen. Dann müssen wir mal wechseln. Dieses 4-2-3-1 bringt irgendwie nicht so viel. Aber jetzt, Wijnaldum mit der großen Chance, das Ding hier zu entscheiden. Aber gut, links hat er halt auch nur, um nicht umzufallen. Schade. Na gut, 20 Minuten noch. Steven Bergwijn für Moussa Sissoko. Der ist auch der angesprochene Wechsel. Den hätte ich schon von Anfang an gebracht. So schnell, Leute. Und dann auf ein 4-3-3 umgestellt. Zack. Schon hast du was, womit du uns so ein bisschen vielleicht in Bedrängnis bringen kannst. So, jetzt Werner. Oh, das war ein Missverständnis. Ich dachte, Arnold läuft durch. So, jetzt gibt es einen zweiten Wechsel bei den Spurs. Mal gucken. 28. Für Eric Dier, glaube ich, ne? Nee, Ndombele kommt für Harry Wings. Formation bleibt aber meines Erachtens dieselbe. Mal gucken, ob die beiden Neuen jetzt was bewirken im Spiel der Spurs. Bislang noch nicht. Freistoß. 15 Minuten. Oh, da haben wir den ersten Neuen, Ndombele, Son über die Außen. Das sieht alles so, ja, nicht gewollt aus. Sehr hektisch. Jetzt mal ein bisschen um Spielkontrolle bemüht, aber ihr seht ja, wir laufen die Gegner immer wieder an. Wir stellen die Passwege zu, sofern es geht. Und dann sind wir eigentlich auch in den Zweikämpfen immer sehr präsent. Und da. Und wir können uns das Ding ja halt heute nur selber irgendwie kaputt machen. So, jetzt mal Havertz, Werner und jetzt muss er auf die Außen. Lieber Salah, kriegt er den? Ja. Gegen Tsimikas. Der holt den Eckball raus, komm. Der Eckball zum 2-0 mit Ansage. Mané am kurzen Pfosten, schätze ich mal. Ja, stimmt. Und da ist Mané. Ja. Aber Eric Dier ist dazwischen. Machen wir gerade nochmal. Hat ganz gut geklappt. Jetzt kommt Mané fast wieder ran. Fabinho, Wijnaldum. Ah, kriegt den nicht nach außen. So, die Spurs haben noch 8 Minuten. Also, Risiko müssen sie jetzt spielen. Ja, Ex oder Hopp. Entweder alles oder nix. Und wir warten einfach vorne auf den einen entscheidenden Konter, den wir dann hoffentlich fahren dürfen. Bin mal gespannt. So, da ist der Fehler. Kusevic, Fabinho holt sich den und Havertz schickt Werner auf die Reise gegen Eric Dier. Werner probiert es mal alleine. Warum nicht? Das hat Salah gegen Newcastle auch geschafft. Einen Schlenzer ins gegnerische Tor unterzubringen. Schade. 3 Minuten vor Schuss wäre das die Entscheidung gewesen. So bleibt es noch spannend. Und gegen Paris dann im nächsten Part bin ich auch mal gespannt. Die haben in ihrer Liga 125 Mal getroffen und 38 Spiele gewonnen. Das ist echt ja, ein wirkliches Gigantenduell. Nachspielzeit, mal gucken, vielleicht 2-3 Minuten würde ich schätzen. Aber die Zeit spielt wie gesagt für uns. Die Spurs müssen an Ball ran. Ansonsten machen wir jetzt das 2-0. 2 Minuten gibt es auch noch oben drauf. Der Ball ist bei uns und das wird es, denke ich, gewesen sein. Also wir werden den FA Cup gewinnen. Das ist unser zweiter /dritter Titel, den wir holen. Zwar nicht ganz so torreich wie gegen Newcastle, aber egal. Hauptsache gewonnen. Und das ist mit dem Abpfiff jetzt hier amtlich. Also zweiter Titel innerhalb von 2 Folgen. Offiziell jetzt also klar gemacht. 1-0 durch das goldene Tor von Salah. Abstauber, aber den muss er auch erstmal machen. Und Wijnaldum darf also gleich den zweiten Titel in die Lüfte heben. Und dann bleibt jetzt noch das große Finale. Der große Henkelpott soll auch noch nach Liverpool. Und da bin ich echt gespannt gegen Paris, weil 125 Mal getroffen. Auch nur 11 Gegentore, glaube ich. Jedes Spiel in ihrer Liga gewonnen. Aber jetzt genießen wir nochmal kurz hier das Offizielle, das Prozedere, die Pokalübergabe. Und dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Finale hat euch gefallen. Und ich hoffe, das nächste Finale wird euch noch mehr gefallen. Also, zwei Schwergewichte treffen da aufeinander. Beide über 200 Tore geschossen, über 200 Punkte geholt.
Wer das Spiel verpasst, der ist selber schuld. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim Champions League Finale gegen Paris wieder und zum Grande Finale meiner Liverpool-Karriere. Macht's gut. Ciao, ciao.